Hallo, heute mal ein eher ungewöhnliches Spiel und zwar Don't Play This Game.exe, warum auch immer. Also das Spiel sagt, hey, spiel's nicht. Ich hab's trotzdem gemacht. Und jo, und ich habe das Spiel jetzt gerade gestartet und alles, schon die Steam-Seite ist schon sehr kryptisch gewesen, die steht in der Videobeschreibung, schaut sie euch an. Und ich bin gespannt, ob da ein bisschen mehr hinter steckt, als nur ein bisschen Aufmerksamkeitsgeilheit, weil, naja, alles ist zerstrichen und die Steam-Seite ist komplett zerlegt, alles ist voll mit Fehlern, Error. Und man sieht hier, ich muss mich in das Spiel rein, ist jetzt eine Demo in dem Fall, Don't Play This Demo.exe. Die Vollversion ist noch nicht erschienen und ich drücke einfach mal Enter. Und ich komme halt schon ins Spiel nicht rein. Please try again. Ja, ich kann nichts. Oh doch, ich kann sogar was drücken. Nee, kann ich nicht. Doch. Ich habe jetzt irgendwas wie ASD. Aber ich weiß es schon leider. So kommt man nicht in das Spiel rein. Und jetzt sieht man hier links halt. So weit habe ich schon gespielt. Wow. Nein, die ersten 2 Minuten. Und Connection Server. Zugang verweigert. Zugang verweigert. Firewall entdeckt. Connect und so weiter. Und er hackt sich halt quasi jetzt in das Netzwerk rein. Was schon ein sehr ungewöhnlicher Anfang für ein Spiel ist, will ich mal meinen. Spectre. Okay, ist das Passwort. Und jetzt geht's schon los. Und jetzt bin ich plötzlich drin. User Control Ready und irgendwie eine Simulation. 47% geladen. Und ich kann halt schon hinlaufen. Hoppala. Und wir fliegen Pixel entgegen. Das erinnert mich ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel hieß. Verdammt nochmal. Ähnlicher Pixel-Look. Irgendwas mit A. Ach, verdammt, mir fällt's gerade nicht ein. War ein geiles Puzzlespiel. Safe wird's. What the fuck? Und ich meine, es ist schon. Ich bin drauf gestoßen, weil die GameStar darüber berichtet hat, aber kein Video dazu geliefert hat. Und da dachte ich mir, hey. Nimm's doch mal auf als erster deutschsprachiger YouTuber und guck mal, was draus wird und mal sehen, was das wird halt, ja. Ob es bei der Folge bleibt oder ob ich die ganze Demo durchspiele. Willkommen, User. Process is running. Es sieht auch ein bisschen aus wie super hot irgendwie von der Idee her. Habe ich schon auf den Bildern gesehen. Also zumindest grafisch. Take it. Take me. Sweet. Müsste ich nur schießen können mit dem Ding. Sieht alles sehr nach Cyberpunk aus. Auf jeden Fall. Ach, hier sind die Megus Munition. Und ich muss auch nur durchlaufen. Gibt es noch irgendwas Interessantes zu entdecken? Also was auf jeden Fall sehr interessant zu denken war, es gab kein deutsches Let's Play davon, aber es gab eine Deutsche, die schon ein Lied dazu gesungen hat. Den Link schicke ich auch in die Videobeschreibung. Einfach nur, weil ich mich gewundert habe, so, das Spiel hat nicht mal. Total unbekannt, aber irgendwer schreibt schon ein Lied darüber. Naja, und guck mal, hier gehen wir hier mal durch. Ist schon mal, also hat eine gewisse Atmosphäre, bildet sich hier. Ja. Erfolgreiche Extraktion der irgendwas für den Fortschritt meines Programms. Also irgendwie sie spielen Hacker und ja, entwickeln ein Programm oder so. Oder müssen irgendwas besorgen halt. Ein Hacker hackt sich logischerweise irgendwo rein. Ah, man kann auch sprinten, okay. Wow. Das erinnert mich jetzt irgendwie, also es wirkt jetzt irgendwie ein bisschen billig. Ich dachte eben, es wäre mehr. Ich frage mich halt, ob das nur ein ganzes, ob das Spiel halt irgendwie auch wirklich in die Richtung geht, oder ob das halt wirklich nur eine sehr gute Marketingmasche ist. Ich heiß. Nicht. Doch. Mods incoming. Das heißt, jetzt geht die Verteidigung los oder was? Das ist der Firewall quasi. So, ich muss erstmal nachladen wieder. Hey, die Wache hat sich wieder entladen. Okay, erster Bug entdeckt. Okay, ist es jetzt hier super hot, dass ich, wenn ich mich nicht bewege. Nee, okay, sie bewegen sich auch. Die bewegen sich auch, wenn ich mich bewege. So war es ja ein Superhot, glaube ich. Ich habe das Spiel nie gespielt, aber das ist ja das Coole, dass man, wenn man nichts macht, dass die Gegner auch nichts machen. Okay, das Visier
das Visier ist jetzt auch nicht gerade hilfreich, weil das ist viel zu großer Bogen, den ich hier abdecke. Irgendwie in die Mitte. Uff. Ist ja gut, Bro. Frage ist, ob das jetzt hier ewig so weitergeht. Habe ich jetzt meine Ruhe. Ich muss ja wahrscheinlich irgendwas finden. Oh Gott. Erstmal sprinten und nachladen. Okay, also mit jedem abgeschossenen Gegner scheine ich unten links wieder mich zu regenerieren. Bloß, das schaffe ich halt auf Dauer hier nicht zu bestehen, weil das einfach doch ein bisschen zu viele sind. Oder doch, ich stelle auch so wieder Leben her, wenn ich nicht getroffen werde. Ganz langsam. Aber das sind ja auch einfach ein bisschen zu viele hier gerade. Chance, das waren echt, das waren mir echt ein bisschen zu viele. Don't play this game. Ha, I did. Ach, jetzt bin ich wieder am Anfang, okay. Aber das muss doch irgendwas zu bedeuten haben, das Spiel. Also, bis jetzt hat mich das Spiel jetzt nicht wirklich überzeugt. Da kann ich auch Deus Ex im Dings-Modus spielen, in dem Break-Modus. Da hat man Kämpfe auch in der virtuellen Simulation gegen alles Mögliche. Ich meine, sieht zwar nett, die Waffe sieht nett aus, aber sonst sieht das Spiel jetzt nicht besonders. Also klar, der Grafikstil ist Absicht irgendwo. Aber man fragt sich halt, wenn man schon was liest und so, was ist das für ein Phänomen eigentlich, was auf mich zukommt? Moment. Das war jetzt gerade ein ganz anderer Bereich, wo ich eben reingekommen bin. Da habe ich es aber gerade einfach nicht mit gerechnet. Gut, dann nehme ich mir mal meine Waffe nochmal. Take me. Das Spiel scheint also auf jeden Fall asynchron zu sein. Also nicht asynchron, sondern nicht linear zu sein. Und es gibt scheinbar verschiedene Bereiche. Erfolgreiche Extraktionen sind notwendig für den Fortschritt meines Programms. Achso. Das sind also quasi Unterlevel, die ich dann alle erfüllen muss. Jetzt bin ich schon wieder ganz woanders. Ja, okay, wie soll ich denn hier fast vernünftig erkennen? Obwohl, es baut sich alles zusammen. Es baut sich alles zusammen. Okay. Es ist unglaublich schwer, hier mal irgendwas zu erkennen. Also irgendeinen Weg oder so. Ich schätze mal, da muss ich raus. Also Extraction ist ja im Grunde nur Flucht in dem Sinne. Das geht ja ziemlich weiter, aber hier ist Schluss. Das Gute ist, wenn ich irgendwo hinschieße, dann weiß ich halt immerhin, ob ich da hingehen kann oder nicht. Aber das sieht eher aus wie ein Clipping-Error, ehrlich gesagt, als das richtige Spiel. Aber ich muss springen. Bis dahin kann ich... Ja, es klappt. Okay, geschafft. Okay, warte, das ist die Simulation, wo ich eben schon war. Progress to Core for Extraction. Bots incoming. Ist das vielleicht der Kern? Nein, das ist nicht der Kern. Also ich sollte mich wahrscheinlich eher beeilen und zum Kern ankommen, anstatt hier irgendwie mich mit den... diesen Typen rumzuschlagen. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. Ja, ist ja gut, Leute. Oh Gott, das sind so viele. Das werden so schnell... so unglaublich viele. Und das Problem ist, die sind genauso schnell wie ich, dass ich halt nicht zurückschießen kann. Oder kann ich überhaupt jetzt springen? Nein.
Das hört einfach nicht auf. Und jetzt habe ich mich selber. LOL! Gut, ich bin reingeglitscht. Gut, und wieder einen Fehler gefunden. Also. So gesehen ein Fehler im System. Aber das hat mir nicht geholfen. Das hat mir gar nicht geholfen. Die Frage, was es kosten wird und so, es steht als unbekannt. Die Steam-Seite ist halt sehr total Binärcodes vollgeschrieben. Es ist ein Wunder, dass Steam das erlaubt hat. Hat mich persönlich gewundert, aber ist die Frage, muss ich jetzt wieder alles machen oder so? Es sagt mir halt auch nichts weiter. Irgendwie. Extraction complete. Achso, das ist alles, was ich machen muss oder was? Status aktiv. Na, ja, weiter geht's. Also die Demo sollte nicht lange dauern, aber das Spiel fesselt mich jetzt nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Modernes Phänomen und so, ja, okay. So ein bisschen mythisch. Gute Marketing-Idee, aber... Locate, Link, Link, was, ich muss irgendeinen Link zum Proc, zu dem Proxy bringen. Also im Grunde einfach nur so, hey, ein Hackerangriff im Computer. Es ist sehr eklig, ey. Man sieht ja auch gar nichts. Also das Grafik hin und schön und gut, aber man muss ja auch irgendwie irgendwo hinkommen. Hier kann ich irgendwie hochklettern. Nee, weiter hoch komme ich da aber nicht. Ey, man sieht es auch einfach, also man sieht wirklich schlecht. Es ist ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu much einfach. Also ich finde den Grafikstil, ja, habe ich kein Problem mit, wenn es ein bisschen rustikal, radikal, minimal ist, aber man muss schon irgendwie noch spielen können. Guck mal, hier geht's auch zum Beispiel, hier ist auch so eine kleine Plattform, aber hier geht's dann nicht weiter hoch. Das ist doch nicht wahr. Du musst halt irgendwo jetzt den Weg nach oben finden, aber... Kann ich mich ducken? Ja, ducken kann ich mich, aber hinlegen kann ich mich nicht, oder? Nee. Sieht zumindest nicht so aus. Oh. Ja, hier muss ich da drauf kommen, ja. Und hier, aber hier komme ich nicht hoch. Hier, das sieht so aus, als ob es eigentlich der Ausgang wäre. Kann ich hier... Ist das ein... Weg? Das ist ein Weg, okay. Verrückt. Das hilft mir auch, glaube ich, nicht wirklich weiter. Okay, das Spiel ist einfach nur strange. Also ich habe kein Problem, wenn Spiele komplett verrückt daneben sind. Aber ich komme hier nicht weiter. Ich habe keine Ahnung. So auf den ersten Blick. Vielleicht liegt es auch an meiner Grafikeinstellung, dass es halt so besonders schlimm ist nochmal. Aber es wirkt halt schon, als ob ich da oben lang gehen müsste und hier nirgendwo anders kann ich lang. Kann ich zurückgehen? Kann ich... Hm, ich habe sogar eine Waffe. Mein Wegfinder sozusagen. Okay, sehr verletzen kann ich mich auch nicht. Ja. Oh Gott, man sieht aber auch, das ist ja echt, man sieht ja gar nichts jetzt hier gerade. Da kann ich mir auch nichts von kaufen. Also das Spiel werde ich wahrscheinlich auch nicht kaufen, nee. Das ist, Würfel bringen auch nichts, nee. Diese Würfel habe ich auch schon öfters mal gesehen. Die wirken auch irgendwie geklaut. Erinnert mich ein bisschen an Remember Me, so von der, also vom Setting her. Remember Me ist auch ein schönes, sehr geiles Cyberpunk-Spiel. Also eigentlich sollte ich das nicht miteinander vergleichen, weil das ist einfach nur falsch. Oh, der hier runter kann. Gibt's Fallschaden? Ich werde es gleich ausprobieren. Nein, es gibt keinen Fallschaden. Ist ja auch eine Simulation, aber ich glaube, hier muss ich nicht wirklich hin. Aber das Spiel gibt mir auch nur, also
Dass es mir keinen Hinweis gibt, ist ja okay, aber es scheint ja auch nicht wirklich weiterzugehen. Die eine Simulation oder den einen Raum habe ich ja ziemlich einfach abgeschlossen. Was passiert, wenn ich einfach runterspringe? Ich springe einfach mal runter, das macht ja keinen Sinn mehr hier. Mann, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich glaube, das Spiel ist eigentlich nicht so besonders. Es wird wahrscheinlich irgendwann aufgeklärt und es ist jetzt nicht so der Hammer. Und das ist halt, also, gute Marketingstrategie. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber gute Marketingstrategie. Google User Extraction. Eins habe ich ja schon mal geschafft. Das scheint einfach nur so ein Hackspiel zu sein. Es könnte auch ein Multiplayer-Game schlussendlich werden oder halt irgendwie, dass man sich irgendwie global, also steht ja local to global, aber halt, ob man alle Spieler so zusammen quasi plündern können, die Extractions, aber faszinierender Indie-Titel? Also, der Entwickler ist unbekannt? Och nee, jetzt bin ich an demselben Dings wieder rausgekommen oder was? Oh, ich bin in den Würfel drin. Mal wieder einen neuen Weg gefunden hier. Das sieht doch irgendwie nach was aus. Das sieht aus wie so ein Ausgangstor, aber die Textur wurde einfach nur recycelt. Das sieht aus wie ein Straßenschild. Oder eine Ampel. Aber hier geht's auch nicht weiter. Es ist halt auch unmöglich hier irgendwie. Oh, da hinten. Ja, da hinten leuchtet irgendwas. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Scheint die Level. Ich weiß nicht, ob die Level auch. Nee, Level scheint nicht wirklich zufallsgeneriert zu sein, sonst fällt es nicht wirklich auf. Aber gut, jetzt habe ich halt auf Anhieb den Weg gefunden. Das kann halt auch nicht. Also, es ist ein bisschen sehr zufällig und. Ja. Ach nein, jetzt bin ich schon wieder in dem hier, ne? Brokers to Core. Ja, das ist auch wieder pure Glückssache, ob ich das Ding finde oder nicht. Bringt das was? Darauf zu schießen? Ich glaube nicht. Ich habe halt wieder eine ganze Bot-Armee hinter mir. Die sehen wirklich aus, als ob sie aus Superhot geklaut wurden. Das werden halt viele. Es geht auch gar nicht darum, dass ich die wegschieße, glaube ich, sondern will dem wirklich nur ausweichen am besten. Das erinnert mich das Ganze auch ein bisschen an Minecraft, ehrlich gesagt. Bloß ohne Farbe. Und manche Texturen sehen aus, als ob die irgendwie sehr eckig zusammengebaut wurden. Aber das kann natürlich auch wieder. Ist wieder eine Frage, ab wann ist es Design und wann ist es. Wenn ich jetzt. Oh, ach du Scheiße, sind das viele! Ich bin hier einmal drum rumgelaufen. Also, kämpfen kann das Spiel ja nicht von mir verlangen. Oder? Ich hab ein paar Freunde. Vielleicht sollten die Entwickler sich eher auf Zombie-Spiele konzentrieren. Ach, noch, der hätte echt nur ein paar Schüsse gebraucht, dann war der Core ist hin. Scheinbar. Oh Gott. Ah, lasst mich in Ruhe. Komme ich durch? Sieht so aus. Und jetzt habe ich den. Jetzt habe ich den Kern erreicht. Oh Gott, ich habe immer noch meine Freunde hinter mir. Jetzt muss ich nur irgendwie wissen, wie ich hier rauskomme. Erstmal einmal mit den Jungs um den Block gehen. Und dann wieder rein. Scheint der in der Mitte irgendwas zu sein. Ist das irgendwie Verschlüsse? Also. Ist ein Schlüssel drin. Und irgendwas. Irgendwas ist hier gerade passiert. Na, ich komme noch nicht raus. Och man, hätte ich die Typen nicht
glaube, ich muss irgendwie überleben, kann das sein? Hey, aber so klappt das, so kann ich die... So kann ich meine Freunde nach und nach... Oh. Wow, okay. Gut, das war schon mal vernünftiger. Muss ich jetzt sechs... Ich bin jetzt irgendwie im Chor und muss jetzt 6 Minuten... Irgendwie läuft die Zeit ab. Ah. Das sieht nach Überleben aus. Oder kann ich wieder zurück? Nein, ich kann nicht wieder zurück. Oh doch, ich kann wieder zurück. Was ist das denn? Aber es ist nur ein Eingang offen. Das heißt, ich muss da wohl in diesen... Oh, die Zeit läuft trotzdem noch ab. Aber es... Das Spiel kann ja jetzt nicht erwarten, dass ich hier 6 Minuten überleben soll, oder? Oder muss ich das viel... Na, es werden immer mehr. Noch mehr dahinter stecken. Es ist lustig, dass ich in einer digitalen Welt bin, aber nicht unendlich Munition habe. Also es ist zwar fast unendlich Munition. Ich weiß nicht mal, ob ich die überhaupt verletze. Sieht nicht so aus. Und die schubst du mich furchtbar gerne. Au, und durchlaufen tut auch nicht gut. Nee, also so richtig begeistern tut mich das Spiel nicht. Nein, nein. Musik verändert sich gerade, okay. Jetzt komme ich auch nicht mehr raus, ne? Nee, es ist zu. Eben konnte ich, vielleicht war es ein Bug, dass ich nochmal raus konnte. Aber so spektakulär ist es eigentlich auch nicht. Ach, leck mich. Boah. Die machen ja gar nicht viel Schaden. Die schubst mich nur bloß immer in diese Dinger rein. Ach komm, das kann jetzt wirklich nicht sein, dass ich das hier... Okay, ich weiß schon mal, was ich rausschneide. Moment, hier oben. Ah! Ich hab gar nicht nach oben geguckt. Okay, jetzt kann ich wieder raus. Da muss auch erstmal drauf kommen. Oh Gott. Ist es das nicht? Au. Oh. Oh, die haben sich verändert. Das sind jetzt quasi Marines. Manchmal nach oben gucken muss. Aua. Okay, wieder ein. Okay. Okay, warum steht denn eine fette Warnung vor? Au. Jetzt schmeißen sie mich aber durch alles durch. Okay, einfach gerade laufen, das hilft. Dann kann ich in nichts reinlaufen. What the f... Alter, das ist doch nicht wahr. Dann muss ich diese roten Kürzchen so lange zerschießen, bis da irgendwas mal vorbei ist, oder was? Ah, das erklärt auch den Counter wenigstens. Da habe ich eine Menge Zeit vergeudet. Okay, das klang nach, ich habe es geschafft. So, dann müsste es jetzt nur ein Raum sein.
Jungs ist da doch. Alter, ja, ich komme hier. Nee, das überlebt man doch gar nicht. Nee, ich bin tot. Moment, da steht Escape. Ja, eigentlich hatte ich es jetzt geschafft, aber irgendwie auch nicht. Aber ganz ehrlich, das reicht mir auch von dem Spiel. Es hat mich jetzt nicht überzeugt, um sagen, wo ich sagen würde, das muss ich jetzt weiterspielen. Das ist doch eher ein guter Marketing-Gag. Schön aufgebaut, das Spiel, aber also als Vollversion, wenn ich, also wenn es mehr als 20 Euro kostet, würde ich da auch abraten von. Ja, was Besonderes ist es eigentlich nicht und ich hoffe, euch hat das Video ansonsten gefallen und ja, checkt die Videobeschreibung auf jeden Fall, lasst mir ein Like, ein Abo da, drückt auf die Glocke, wie ein Freund es von mir immer ausdrücken mag und macht's gut, Leute, bis dahin.